Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Prison Architect, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir sind hier weiter bei dem Gucken, wie wir jetzt hier auch zum Beispiel das mit der Farm anlegen. Ich habe jetzt ganz kurze Pause dazwischen gehabt, was getrunken und jetzt. Wo waren wir? Also, ich glaube, ich wollte mich jetzt hier um diesen Bereich kümmern und weiter. Wir wollten eine Razzia machen heute Nacht. Zack, Razzia, leg los. Weil wir hatten nämlich immer noch viel zu viele Sachen hier. Und das, obwohl ich jetzt versucht habe, so viel zu ändern, haben wir so viele Sachen hier reinbekommen. Ich weiß nicht, woran das lag. Oder woran das liegt. Und das müssen wir unbedingt kontrollieren. So, die Kameras. Ach, die hier oben hat keinen. St hat die keinen Strom? Doch. Aber warum meckert die denn gar nicht? Also, vielleicht weil da die Lampe drüber ist. So, gucken wir mal. Verbinden. Verbinden wir einmal da. Dann verbinden wir das. Da. Dann das. Da und das. Da. So, wie viele Kameras haben wir denn jetzt eigentlich? 75% von dem, was wir brauchen. Okay, da brauchen wir wohl noch einige Kameras mehr. Ja, ich habe das ein bisschen spät gestartet, die Razzia. Ich gebe es zu. Eine Sache kam jetzt anscheinend schon. Ne. Hier, das Ding. So, woher kam das? Okay, das haben sie hier gestohlen. Okay. Getauscht, 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 versteckt. Okay, dann müsste man den hier auf jeden Fall durchsuchen. Das wird ja so oder so passieren. Der Löffel, das war eine, ehrlich gesagt, sehr gute Aktion. Nee, also wie gesagt, also irgendwie, wir haben noch relativ viele Sachen, die viel zu leicht, an die Leute viel zu leicht irgendwie rankommen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Da müssen wir mal gucken. So, da haben wir wieder was. Schnaps. Wo hat er den her? Den hat da einer reingeschmuggelt. Okay. Ja gut, da können wir nicht viel gegen machen. Den Besuch, diese Erlaubnis. Na doch, dann müssen wir tatsächlich den Hardcore-Besucherraum machen. Den ganz unfreundlichen mit den Kammern. Mal gucken, ob noch. Also, wenn es jetzt nur der. Das. Moment mal, das hat schon so sehr reduziert. Der eine Schnaps, das war dieser Ausschlag, dieser große. Okay. Der Knüppel, okay. Der ist von außen rein, hier rüber geschmuggelt, hier durch. Okay, der ist wirklich über die Küche gekommen. Aber der ist halt wirklich, der ist halt auch gar nicht übers Lager gegangen, so richtig. Der ist wirklich von außen bewusst mit dem Paket anscheinend hier durchgeschmuggelt worden. Da können wir gar nicht so wahnsinnig viel machen, ehrlich gesagt. Was wir nochmal machen könnten, ist, wir machen die gleiche Art von Kontrollding, das wir hier haben, machen wir halt hier auch nochmal mit so einem Metalldetektor. Da muss hier eine Doppelschleuse rein. Das wäre das Einzige, was mir halt einfällt. So, eine Spritze, die kam. Wow, wie lange ist die denn hier schon unterwegs? Getauscht, getauscht, versteckt, gefunden. Ach du Schande, und hier gestohlen. Naja gut, damit hatte ich jetzt fast gerechnet. Schraubenschlüssel. Was? Wie jetzt? Wie hat er den denn von hier? In der. Hier war doch nur ganz kurze Zeit offen. Die dürfen doch da auch nicht hin. Ah, ich hab das hier noch nicht eingestellt, dass die da nicht hin dürfen. So. Vielleicht ist der auf dem Wege da irgendwie hingekommen. Das kann natürlich sein. Okay, aber wenigstens wissen wir es dadurch. So, das den Knüppel, den Metallschaft. Ja, auch geworfen. Okay. Das sind jetzt Sachen, die tatsächlich geworfen wurden. Und da gab es dann sofort ein Hochgehen der Funde. Gut, die Sachen, die sind ja nie richtig reingekommen. Wir brauchen mehr so Solitary Cells auch. Sehe ich dabei.
Okay. Na gut. Hier unten in dem Bereich haben wir jetzt schon einiges gefunden. Da oben muss noch durchsucht werden. Naja. Werden wir jetzt auf jeden Fall noch eine Weile mit beschäftigt sein. Aber, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, schon mal deutlich weniger Sachen als vorher. Ich habe auch noch nicht verstanden, warum das Angebot so toll war. Also das Angebot war halt mega gut irgendwie. Hier war voll der Ausschlag. Aber eigentlich war nicht viel da. Also Narkotika zum Beispiel. Wie viele Narkotika haben wir jetzt gefunden? Das hier, eins, zwei, drei. Und das war halt so ein Ausschlag hier, ne? Bis hierhin meine ich. Das war ziemlich gut. Luxusgüter war auch sehr gut. Das Einzige, was wir bisher gefunden haben, war die eine Flasche Schnaps, bin ich der Meinung. Waffen waren mal viel zu viele gefunden. Das ist wahr. Jetzt ist eine gute Frage. Knüppel? Was man leider nicht. Boah, okay, krass. Säge, Schraubenschlüssel und was war das noch? Schräge und auf jeden Fall die Säge und der Schraubenschlüssel und das ist hier gestohlen worden. Okay. Dann müssen wir hier unbedingt dafür sorgen, Einsatz und zwar in den Arbeitszeiten muss da eine Wache drin sein. Unbedingt. Außerdem bekommt das eine andere Tür. Das bekommt auf jeden Fall eine andere Tür. Abreißen. Aber hier ist jetzt auch zum Beispiel keiner drin. Aber gut, das liegt jetzt aber auch gerade an der Kontrolle. Da kommt auf jeden Fall eine Gefängnistür rein. Das geht gar nicht. Wir können die nicht hier drin lassen. Alter Schalter. Also nicht unbeobachtet. Das geht nicht. Und dann kommt da auch auf jeden Fall, muss ich nochmal gucken, wie ich das jetzt umbaue. Dann werde ich die Tür wahrscheinlich sogar eins nach rechts setzen. Und hier zwei Wände hin. Beziehungsweise, nee, ich setze die Tür eins nach rechts. Nee, zwei nach rechts hier hin. Dann kann ich hier eine Wand hinsetzen. Und dann kommt hier ein Metalldetektor mit rein. Damit, wenn die rausgehen, nochmal kontrolliert werden. Dann mache ich hier eine Personaltür hin. Machen wir das so rum. Dann kommt hier. Sobald wir das abgebaut haben, kommt dann hier das hin. Ah, und während der Lernzeit muss da auch jemand sein. Okay. Dann muss ich da nochmal was ändern. Das ist dann während. Ach so, Arbeits- und Lernzeiten. Das ist ja Arbeits- und Lernzeit, nehme ich mal an. Ja, okay. Gut. Dann hier kommt noch eine Ziegelwand gleich hin. So. Dann müssen wir das Ding nochmal abreißen. Da setze ich dann einfach ein weiter links hin. So. Ja, da brauche ich jetzt nicht so drauf achten, dass ich nicht eine zu viel dann rumliegen habe. Die werde ich jetzt gleich rumliegen haben. Aber wir müssen ja sowieso hier für den Auftrag noch ein paar verteilen. Da muss ich dann einfach nur gucken, wo. Na, also ganz entspannt. Da würde ich mir jetzt nicht so den Stress deswegen machen. Räume, Objekte. So, die Kamera läuft hier. Dann könnte ich mal hier den Einsatz. So, ein bisschen reduzieren einfach. Mal gucken. Da wird jemand in eine sehr gute Zelle anscheinend gebracht. Der gerade. Was hat er denn jetzt gemacht? Was hattest du denn jetzt gerade angestellt? Weswegen bist du denn jetzt bestraft? Kann ich das irgendwo sehen? Nö. Wie kann ich das nicht einsehen, was der jetzt angestellt hatte? Mal gucken, Informationen.
Das, das, das. Ach so, vielleicht ist hier unten was. Genau. Gestohlen gefunden, gleich, instant. Tja, gute Frage, was der Typ angestellt hat, dass er jetzt eingesperrt wurde. Vor allem da oben. Naja, egal. So, genau, dann müssen wir die jetzt wieder natürlich verbinden. So, und zwar hiermit und den natürlich damit. Dann kommt hier die Wand hin, damit sie auf jeden Fall durch den Metalldetektor durch müssen. So. Und Strom geht hier auch irgendwo lang. Da mache ich mir jetzt eigentlich keinen Kopf. Ja, Strom geht direkt daneben lang. Alles tutti. Was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hatte doch eben gerade auf einmal eine Säge in der Hand, oder? Der hatte doch eben gerade eiskalt einfach mal eine Säge in der Hand, oder? Habe ich mich da eben gerade geirrt? Ja, der hatte eben gerade einfach mal eine Säge gezückt hier vor meinen Augen. Eiskalt! Voll cool, dass man das aber auch so sehen kann. Ich glaube, das hatten wir jetzt das erste Mal hier im Let's Play. Also, dass es mir aufgefallen ist. Bestimmt ist es euch auch schon mal aufgefallen. Aber mir ist es jetzt echt das erste Mal aufgefallen. Voll krass. Ehrlich gesagt, wir könnten vielleicht mal die Zelle abreißen, weil Zellen haben wir an sich genug. Wir haben jetzt nur langsam keine mehr, die schlecht genug sind, ne? Wir haben jetzt langsam echt zu viele gute Zellen. Habe ich so das Gefühl. Na, also vor allem hier oben jetzt mit. Ach, okay, der ist aber auch schon nicht mehr in der Zelle drin. Hier ein Nuller in der Neunerzelle. Na, der müsste da eigentlich raus. Aber wir haben ja auch noch ein paar Einerzellen frei. Aber ich denke mal, dann werde ich die Zelle abreißen, damit wir noch ein paar Solitary Cells kriegen können. So, zack. Dann wird das Ding abgerissen, das Ding abgerissen. Das hier abgerissen. Dann Wand einreißen. Die hier und die hier. Und da kommen dann. Jetzt kann ich eigentlich schon mal einen Auftrag geben. Da, die Tür kommt hier hin. Dann kommt hier eine Wand rein. So. Müsst ihr jetzt erst reingelassen werden, damit ihr die Tür abbauen könnt, oder was? Achso, erstmal Bett und Toilette, okay. Gut, der baut gleich mal die Wand. Da werden die Türen dann auch noch gleich eingebaut. Ah ne, erstmal Wände abgerissen, okay. Ah, jetzt baut er die Tür ab, richtig. Die muss offen sein, damit er daran arbeiten kann. Was ja auch irgendwo gut ist. Also. Wäre ja auch realistisch, wenn man versucht, sie so zu bauen, dass das auch nur erst geht, wenn, also die erst abzubauen geht, wenn man die geöffnet hat. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig machen kann. Na, wahrscheinlich kann man es zumindest deutlich erschweren. So. Dann kommen da Toiletten rein. Zack und zack. Versorgung. Mal gucken, ob es reicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall haben wir da dann noch mal ein paar Räume für ganz spezielle Leute. Also ehrlich gesagt, anscheinend scheint selbst die Toilette hier noch was Nettes zu sein. Ich könnte wohl sogar noch auf die verzichten. So. Jetzt sitzen die hier, aber es gibt gar keine Arbeiter. Doch, der arbeitet. Okay. Ah, das ist natürlich doof. Ich habe hier drei Leute, die damit blockiert sind, dass sie halt hier die ganze Zeit stehen. Jetzt könnte ich ihnen natürlich auch einen Patrolauftrag geben, aber. Nee, lieber nicht. Lieber mache ich das so. Muss ich halt mehr Leute einstellen, notfalls. Ich denke mal, das ist so schon in Ordnung. So.
Wie sie den jetzt nerven, weil das Ding kontrolliert werden muss. Der muss es nur halt erstmal abstellen. So. Ja, dann müsste ich hier das auch noch machen. Ja, dann setze ich einfach die Spüle jetzt so um. Mal gucken. Spüle. Spüle, Spüle. Da. Dann setze ich einfach eine Spüle einmal hier so. Nee. Hier und hier hin. Dann baue ich die hier ab. Abreißen. Muss ich mal gucken, wie ist hier das Wasser geleitet? Ja, also da Tunnel anscheinend von sag schon, von Toiletten aus beginnen, brauche ich mir hier, glaube ich, keinen Kopf machen, dass hier die Wasserleitung für den Tunnelbau genutzt werden könnte. Daher kann ich hier auch einfach ganz entspannt hin. Wassertunnel reinlegen. So, dann kommt hier natürlich wieder mein Wandgebilde hin. Und ein Detektor. Da. So, wie sieht es jetzt hier mit dem Strom aus? Strom hat es hier eigentlich nicht, aber hier mit zwei Stücken anschließbar. So, okay. Ja, ich hoffe einfach mal mit dieser Kombination, dass hier dann weniger Sachen wieder geklaut werden. Ja, also Menge ist immer noch. Säge, Werkzeug. Was? Was? Waffen, Werkzeuge, Metalle, Axt, Spaten? Nee, Moment. Das darf nicht sein. Was? Das wusste ich nicht. Wer arbeitet, kann da einer arbeiten von denen? Personal, Moment, da darf nicht einfach jeder reingehen können. Nee, also im Forstbetrieb können die anscheinend auch gar nicht arbeiten. Das heißt, der Forstbetrieb ist etwas, was anscheinend, wo die Insassen gar nicht arbeiten können, dann brauche ich es auch nicht hinbauen. Dann mache ich den Forstbetrieb woanders hin. Dann mache ich den hier irgendwo hin. Weil der ist eh nur dazu da. Okay. Krass. Forstbetrieb war man da. So, machen wir erstmal hier hin den Forstbetrieb. So. Aber die Bäume werden dann halt irgendwann mal wachsen. Das ist ja okay. Aber Mensch. Das war ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass die da so eine Sachen rausziehen können. Krass. Okay. Aber hier ist ja auch übel Holzspitzhacke. Holzspitzhacke. Bohrer, Hammer. Alter Schalter. Das muss hier richtig streng kontrolliert werden. Ups. Ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Da haben mir die Maus runtergefallen. So. Da bin ich wieder. So, cool. Auf jeden Fall, also krass. Aber hier müssen wir auch halt richtig aufpassen, ne? Mit den Sachen, die da raustragen können. Nummernschilder leer. In Hydraulikpresse lagern. Okay. Das heißt, die müssen jetzt halt erstmal fertig gemacht werden. Okay. Trotzdem. Also, ich find's sehr cool, aber Mann, da muss man aufpassen. Und das Ding hier, das, ja gut. Wir haben jetzt hier eine Personaltür. Das sollte dafür schon mal sorgen, dass nicht einfach jeder rausgehen kann und reingehen kann. Und mit der Wache drin sollte das dann hoffentlich gehen. So, täglicher Cashflow, den gucken wir uns auch mal wieder an. Tage ohne Vorfall. Wir hatten keine Vorfälle. Was ist denn ein Vorfall dann, bitteschön? Exporte gestern. Was haben wir denn für Exporte gemacht? Keine Ahnung. Tage ohne Vorfall bringt uns eine Menge Kohle ein. Man muss halt auch ganz ehrlich sein, ohne die Kohle hier würden wir keine Gewinne machen. Okay. Bundeszuschuss 2000, das ist feststehend.
Der Häftlingszuschuss und die Unternehmenssteuer. Also die Unternehmenssteuer im Moment kostet uns 5.400. Und wenn wir jetzt, warte mal, ganz kurz gucken, wenn wir jetzt im Moment die Steueroase lernen würden, dann würden wir. Sparen insgesamt 3.000. Ja, wahrscheinlich die Hälfte ungefähr, wenn ich das richtig verstehe. Die Unternehmenssteuer ist jetzt 15%. 15%. Verstehe ich nicht. Wie würden wir denn dann 3.000 sparen können bei 10.000 Euro? Das wären ja 30%, die wir da einsparen könnten. Ja gut, also selbst wenn wir das komplett einsparen würden, die 50.000, bis die sich amortisiert hätten, ach du Schande, das würde ja ewig dauern. So. Häftlingsgehälter, die Häftlingsgehälter sind irrelevant. Die Besserungsprogramme, die helfen uns einfach, dass die Leute besser klarkommen. Personalgehälter müssen halt sein, Verwaltungsgehälter. Da müsste man halt mal gucken, ob wir die Leute entlassen können. Jetzt, wo wir sie nicht mehr für die Forschung brauchen, schaltet den Sicherheitschef frei, der über die Werkzeugleiste Personal eingestellt werden kann. Über den Sicherheitschef erhalten Sie Zugang zum Einsatzbildschirm sowie die Echtzeitbereiche über Gefähr. Ah, okay, also der macht auch noch andere Sachen. Der macht auch noch andere Sachen. Der Anwalt selber. Ja, lassen wir es mal. Ist ja auch realistisch, dass man die permanent hat. So, okay. Tja, trotzdem ganz schön knackig, muss ich sagen, hier. Mit den Schwierigkeiten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Boah. So, also hier die Kamera deckt zwar den Bereich an sich ganz gut ab. Okay, die schwankt wirklich nur einen sehr engen Bereich. Aber zum Beispiel das Ding und das Ding und so, das hat die halt nicht mit drinne. Die hat die halt alle nicht mit drinne. Und die hier, die bewegt sich quasi gar nicht. Läuft die denn überhaupt? Die ist in die falsche Richtung gerichtet? Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre die Toilette immer mit drin, falls da einer versucht, was zu machen. Dann mache ich halt hier noch ein paar Kameras. Wo haben wir denn da? Überwachungskamera. Machen wir eine in hier so hin. Und die guckt dann wahrscheinlich so in etwa bis hierhin. Dann setze ich. Tja. Also eigentlich doof. Irgendwie ist es halt voll unrealistisch, dass die halt hier durchgucken können, ne? Andererseits, ich würde normalerweise hier ja auch Zellen, also so eine Gitterstäbe hinmachen und nicht. Huch. Wieso ist die. Ach, da wird gerade hier einer gewechselt haben. Da wird hier gerade einer zum Ausruhen gegangen sein oder so jetzt. Kamera, wo haben wir sie jetzt? Da, Überwachungskamera. Könnten wir hier noch welche nutzen? Sinnvoll nutzen. Weil, wenn ich die jetzt halt so hinsetze, dann sehe ich, was in den Räumen hier ist. Das ist halt aber voll unrealistisch eigentlich. Na, also, ich kann es machen, klar. Und hier zum Beispiel eine Kamera in der Häftlingszelle. Nutzt mir zwar, klar. Ja. Mit dem Ding würde ich hier gut was abgrenzen. Dann könnte ich hier noch eine hinsetzen. Die hier würde ich dann wieder abnehmen. Ja. Aber dann hätte ich den Bereich hier gut drinne, den Bereich hier gut drinne. Und das halt alles über die Kamera, die aber eigentlich da realistisch gesehen nicht so richtig wirklich hingucken könnte. Habe ich hier jetzt gar keinen mehr auf diesem Areal? Ja, tatsächlich. Nein, nicht nur um 4 Uhr. Immer. Okay.
Na gut, aber ich überziehe schon wieder. Daher eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Das wird dann wieder nach einer Aufnahmepause sein, einer kleinen. Oder bin ich der Sunny wieder ganz doll verwirrt? Bis dahin, alles Gute und ciao!